Also es gibt so Tage, da will ich einfach nur meinen Frust loslassen. Dann ergibt sich im Spiel sowas, dass der Klient meint, da wurde ich plötzlich ganz wütend, ja. Hallo! Hallo! Also Musik ist ja was ganz Essentielles. Ich glaube, dass Musik sehr wichtig ist für jeden Menschen und auch für jeden Menschen mit Unterstützungsbedarf. Musiktherapie bedeutet, Kreativität fließen zu lassen, rauszulassen, auszudrücken, ja, was Worte vielleicht nicht können. Miteinander herauszufinden, was es an Dingen gibt, die sich zum Positiven verändern können. Und dann das anzugehen und gemeinsam zu gestalten. Ja! Ja! Wie bitte? Also ich denke, das liegt auf jeden Fall mit an seiner Behinderung, dass er sich schlecht ausdrücken kann. Und man muss ihn auch lange und gut kennen, dass man ihn auch voll versteht und versteht, was er möchte und was er einem sagen will. Ja, er ist viel, viel offener geworden. Er spricht viel. Er hat ganz viel an Sprachvermögen dazu gewonnen. Das ist schon ein großer Unterschied. Musik hat ja was Aufmerksamkeitszentrierendes, ja, das heißt, es geht immer um den Fokus. Und das hat die Musik natürlich als gute Möglichkeit, ja, dass wenn wir einen Klang hören, dass wir da voll und ganz dabei sein können, ja, und mal weg von irgendwie negativem Erleben oder negativ Erlebtem kommen, ja, hin zu, hey, was tut uns gut, ja, was brauchen wir gerade. Ich war dann doch erstaunt, wie viel Freude es mir gebracht hat. Ich dachte so, naja gut, okay, mit irgendwem reden, das ist sicher noch mehr. Das aber auch gerade auch mit so einem Instrument zu arbeiten und auch mit anderen das dann auszutauschen, dass es doch so effektvoll ist, das hatte ich nicht erwartet. Also da war ich dann auch wirklich positiv überrascht und denke, für mich war es eine gute Entscheidung.